Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer, und Servus, grüß euch, zu unserer Kochsendung Ihr Lieblingsgericht. Heute koche ich mit der Martha. Servus, Martha. Servus, Wolfgang. Grüß dich, vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Und jetzt schauen wir einmal, wie es bei der Martha zu Hause ausschaut. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Ja, ich bin die Martha Ullmann. Ich wohne hier zusammen mit meinem Mann und unserer Katze hier in Haimhausen. Haimhausen ist 20 Kilometer nördlich von München entfernt. Beruflich bin ich im Reisebüro tätig und bin beruflich und privat immer auf der Suche nach neuen Reiseideen, Reisezielen oder Golfdestinationen für meine Kunden. Und das macht mir sehr viel Spaß. Meine Hobbys sind Golfen, Kochen, Radfahren und Wandern. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal meine Küche. Ich habe hier eine offene Küche. Das liebe ich sehr, weil wenn wir Gäste haben, kann ich immer schön zu den Gästen hinkochen. Ich verschwinde nicht in meiner Küche und kriege von dem ganzen Abend dann gar nichts mit. Hat natürlich den Nachteil, man muss die Küche immer aufräumen. Man kann leider keine Tür zumachen. Ja, ich bin leidenschaftliche Köchin, koche in allen möglichen Bereichen, auch viele Ideen, die ich für meine Reisen mitbringe. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich mit Alfons Schubeck heute kochen darf. Jetzt wollen wir unseren Zuschauern noch mal sagen, was kochen wir heute, Martha? Wir kochen heute Ravioli, gefüllt mit getrockneten Tomaten, Parmesan, Büffelmozzarella, frischem Basilikum, ummantelt in einem Parmaschinkenbladel. Ich mache so 4 Stück für jeden von uns. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen garniert, ein bisschen Olivenöl kommt drüber. Und wie bist du jetzt da drauf gekommen? Das habe ich mal irgendwo probiert und das fand ich so toll, diese Kombi. Und habe es aber dann nie mehr irgendwo bekommen und dann habe ich mir die Pastamaschine gekauft. Ach so, also das heißt, du hast jetzt die Pastamaschine, jetzt muss ich mal diese Ravioli machen. Genau, nur wie oft deswegen. Machst du die im Jahr? Die mache ich ziemlich oft. Also ja, bestimmt einmal im Monat, aber ich mache jetzt nicht nur Ravioli damit, ich mache auch Pappardelle damit. Also man kann ja so ziemlich alles ummanteln, was genau man will. Also, und man ist dann auch ein bisschen neugierig und sagt, da, schau her, kann ich andere Formen machen, hier, geht ja wunderbar. Und man muss wirklich einmal sagen, diese Nudelmaschinen gibt es zwar mit Strom auch, gell? Aber wenn man ein bisschen gefühlvoll umgeht, sind die super. Nein, das ist viel besser, wenn man so haptisch hat. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt ein Gerät, wo viele sagen, Mensch, das musst du dann nachher irgendwie putzen, das ist ja total aufwendig. Im Gegenteil, eigentlich muss man gar nicht viel machen, man stoppt das einfach bisschen nur schon. das Mehl runter. Schon. Aber genau, dann ist es nicht aufwendig. So, und jetzt, Martha, ich hätte gerne wissen, also bist du in die Schule gegangen, ist ja normal bei uns, ja, kommen nicht daher, war auf der Baumschule. Was hast denn du da noch gemacht? Nach dem Abitur bin ich nach Griechenland, wie jeder so nach dem Abitur eine große Reise macht. Und dann war ich von Griechenland eigentlich schon infiziert, habe aber dann Kunstgeschichte studiert. Passt ja gut zu Griechenland. Passt gut zu Griechenland, genau, leider nicht ganz zu Ende. Und dann bin ich irgendwie durch diese Idee Griechenland in Griechenland hängen geblieben und habe dort als Reiseleitung gearbeitet. War dann auf verschiedenen Inseln in Griechenland. Oi, dann kennst du ja auch die Insel Kos. Kenne ich auch, da habe ich gearbeitet. Hippokrates geboren, 460 vor Christi. Und auf der Insel Larissa ist er 375 vor Christi gestorben. Und Hippokrates hat über 600 Kräuter und Gewürze katalogisiert, aufgeschrieben, wo sie herkommen und was sie im Körper bewirken. Und die meisten, die eigentlich gar keine Ahnung haben, sage ich mal, Hippokrates haben schon mal gehört. Und das Wahnsinnige ist, dass was der vor 460 Jahren gesagt hat, obwohl sie keine Maschinen gehabt haben, das nachzutesten, stimmt heute mindestens 80%. Das ist unglaublich. So, und jetzt hat er... Jetzt möchte ich dich fragen, also warst du die ganze Zeit in Griechenland? Nein, ich war nicht die ganze Zeit. Nein, ich meine jetzt nicht. Beruflich hast du Griechenland gemacht? Genau, beruflich in Griechenland und dann bin ich zurückgekommen. Da war dann gerade der Flughafen München schon fertig und hat fast auf mich gewartet, dann neu, fast an meiner Haustür. Ja, und dann habe ich beim Reiseveranstalter angefangen, dann war ich bei einer Airline, dann Golfreiseveranstalter, dann zwischendurch wieder im Reisebüro. In der Touristik ist es auch so ein bisschen wie in der Gastronomie, man wechselt mal öfters hin und her. Jetzt, was eigentlich doch normal ist. Und woanders sagt man, Mensch, wenn du da alle 5 Monate aufhörst, dann musst du ziemlich ein Depp sein.
Aber in der Gastronomie schaut man immer, meistens ist man ein Jahr oder zwei. Mhm. Wenn man es gelernt hat, kriegt man sein Stempel, sein Zeugnis und dann geht man ein bisschen woanders hin und kann man sein Wissen da wieder erweitern, genau, oder auch einbringen. Aber wenn du jetzt in Urlaub gefahren bist, wo bist du denn dann hingefahren? Auch noch Griechenland? Natürlich immer wieder gerne. Also Griechenland, aber auch der Norden zum Beispiel. Nordeuropa, Norwegen, die Lofoten, wunderschön. Weil da bin ich mal, da haben wir mal in Trondheim gespielt, FC Bayern. Und dann sind wir so, ich sage mal so um 4 Uhr, sind wir da nach Trondheim geflogen. Ja? Und da fliegst du so rein und diese Fjorde, diese Berge, mhm, also das ist wie im Märchen. Das bleibt da ein, ja, Leben lang in, ja, ein wunderschönes Land. Wunderschön. Gell? Mhm. Aber Afrika fahre ich auch ganz gerne. Vor kurzem war ich bei den Berggorillas in Uganda. Das aber war wie so weit darfst du jetzt an die ran oder hast du die gesehen? Oder hast du also wenn wir, wo wir waren, ungefähr hier 5 Meter hinter dir, da stand Sandy, der Silberrücken. Mhm. Und jetzt muss man, ich war noch nie neben einem Gorilla gestanden. Vielleicht war ich schon mal, aber vielleicht war es ein anderer Gorilla. Ja, man sieht öfters. Ja, genau. Und ist es so, dass man da geschützt ist oder stehst du dort, wenn der umdreht und grantig wird, was ist dann? Also man hat 2 Guides dabei, die sind natürlich bewaffnet, aber die sind überhaupt nicht aggressiv, mhm, die Gorillas. Und man darf auch exakt nur 1 Stunde zu den Gorillas und man darf und auch nicht krank sein, ja, um halt die auch nicht zu sehr zu stören. Okay. Pro Tag eigentlich nur eine Gruppe maximal. Wie viel sechs, wir waren zu sechst. Man darf also wirklich nur 1 Stunde, das ist genau auf den Punkt genau. Ist es so, dass die das schon gewohnt sind, dass sie dann kommen, dass sie, ja, wissen, die werden auch getrackt natürlich. Werden die gefüttert, ja, darf man das, ja oder nein? Nein. Darf man es fotografieren? Gefüttert werden die nicht, aber die sind natürlich getrackt. Also normalerweise bewegen die sich dann immer so von der letzten Lagerstadt so circa 1 Kilometer am nächsten Tag weg. Also man kann die ganz gut finden. Es gibt in Uganda 10 Gorilla-Gruppen, sind es jetzt aktuell. Also man kann von Ruanda reingehen, man kann auch vom Kongo reingehen. Kongo ist zu gefährlich, Ruanda ist sehr teuer, weil es natürlich besser erschlossen ist. Ich war in Uganda, das war, also es war eigentlich für mich so, wie man so schön sagt, once in a lifetime experience. Also das war ein Highlight in deinem Leben. War ein Highlight für so mich, nah. Ja. So nah. Sagen wir, ja, mal, wie groß sind denn die? Ja, da ist schon ein bisschen so deine Station. Also wenn die sagen, da vor dir stehen und blasen sie ein bisschen auf, dann denkst du schon. Aber die sind ja Vegetarier, oder? Das sind Vegetarier, na, Gott, genau. Sei Dank. Und unsere nächsten Verwandten. Aha, aber warum hast du Krebs mit einem? Nein, das nicht. Aber wir haben die gleiche DNA. Ja. Ja. Nein, also das ist schon, also wenn man es selber nicht gemacht hat, ist mit Sicherheit ein Riesenerlebnis. Das soll es mal machen. Wenn du neben einem Elefanten stehst, natürlich, und der schnauft einmal richtig aus, dann denkst du, Gottes Willen, schnaufe ich nicht zum letzten Mal ein, sondern das ist einfach eine andere Welt. Das ist eine andere Welt, und genau, das, was ich wirklich, also manchmal schaut man im Fernsehen da diese wunderschönen Berichte an, diese Dokus, wie die diese Tiere, sagen wir mal, filmen, in welcher Nähe, welche Geduld, dass man haben muss, dass man die so beobachten kann, wie viel Material, dass man wegschmeißen muss, dass es überhaupt dann eine schöne Doku gibt. Das ist schon unglaublich. Also die Natur ist eigentlich einzigartig. Ja. Wir nehmen es, also ich nehme es leider zu wenig wahr, weil immer nur werkelt und werkelt. Schade. Und meint, das ist auch wichtig. Schade, da hast du recht. Im Grunde sollte man sich wirklich auch mal was gönnen und genießen. Du, das ist ein mutiger Genuss, den du machst, weil da traut sich nicht jeder hin. Ist das eine Gruppe, die vorher gebrieft wird, dass man sagt, geh, halt's die Goschen da, ja, nicht und plärz da rum? Oder? Ja, also wie gesagt, man darf nicht krank sein. Wegen der, aber was heißt, was darf man nicht krank sein? Erkältung haben zum Beispiel. Also dann würde man nicht die hin sofort anstecken. Ist das auch wahr? Ja, das könnte ganz schnell gehen. Ja, und dass man wie viel war da einer? Da war jetzt war eine kleine Gruppe, also der Silberrücken, dann sein Weibchen quasi und da waren noch 2 Kleinchen dabei. Also es sind ganz unterschiedliche Familiengruppen. Man weiß auch nie, findet man die Gruppe. Also kommt sie nicht? Ja, und die sind natürlich auch total versteckt. Man muss mit der Machete natürlich sie richtig den Weg freimachen, dass man dort hinkommt. Das machen die Guides dann natürlich. Also fährst du jetzt mit dem Auto, steigst aus und schaust einmal übersetzen. Nein. Sondern du musst da schon durchgehen. Hat man da nicht Angst, dass irgendwas anderes kommt, dass einmal Schlangen überhängt oder? Nein, das vergisst man dann. Da ist man so fokussiert, dass man jetzt die Gorillas entdeckt. Also. Und wir sind jetzt fokussiert auf die Ravioli. Und jetzt schauen wir mal, ob wir alle Zutaten haben. Wir haben den Parmaschinken, wir haben den getrockneten Tomaten, wir haben hier den Mozzarella, man könnte ja Ricotta nehmen, da können einen Frischkäse nehmen, wenn Sie das wollen. Wir haben Parmesan da gerieben und nicht. Ein bisschen Basilikum haben wir da. Den Teig haben wir uns schon vorgemacht. Du erzählst mir jetzt noch den Teig, wie du ihn gemacht hast. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir eine kleine Pause und sind gleich wieder da. Ihr Lieben,
Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Martha, sag uns doch einmal, wie du den Teig gemacht hast. Den Teig, also klassisches Rezept, immer 100 Gramm Mehl, ein Ei. Ich habe jetzt mal für zwei Personen, ein bisschen großzügiger, weil wir haben ein bisschen verschnitten. 300 Gramm Mehl, drei Eier, ein bisschen Salz, aus. Kein Hexenwerk. Fertig. Und wo haben wir den Teig? Der Teig ist im Kühlschrank drin, holen wir mal raus. Hoppla, das ist die Forsche. Kühlschrank. Jetzt, oder? So, den habe ich schon heute vorbereitet. Dann habe ich den in ein nasses Tuch eingewickelt und dann soll er so eine halbe Stunde im Kühlschrank drin sein. Also, wichtig jetzt, du hast den, dass er nicht austrocknet, hast du ein feuchtes Tuch genommen, genau. Und hast ihn jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank gehabt. Mhm. So, und jetzt rollen wir aus. Also, Sie kennen es, wenn Sie das wollen, auch mit dem Nudelwolger, wie man in Bayern sagt, also mit dem Nudelholz machen. Werden es aber nicht so schön hinbringen wie hier, weil das doch einen schönen Anpressdruck hat. Und dann kriegst du eigentlich schöne Nudelplatten. Das zeigen wir jetzt. Aber machen wir erst die Backerl, würde ich sagen. Du schaffst an, jetzt geht's. Wir machen die Fülle als erstes. Wir machen die Fülle als erstes und dann geht's eigentlich ganz schnell. Also. Also, hier habe ich meine getrockneten Tomaten, die habe ich schon gewürfelt. Da tue ich jetzt dann ein bisschen Büffelmozzarella rein, Basilikum, Parmesan und das wird jetzt einfach ein bisschen so vermischt. Ungefähr so braun. Sehr schön. Also wie gesagt, wenn Sie keinen Mozzarella haben, Sie könnten einen Frischkäse hernehmen, topfen kann man auch nicht mehr, ist ein bisschen säuerlicher dann. Aber wie gesagt, Mozzarella ist im Grunde kein Problem. Ja, so viel Mozzarella, hier Basilikum, sodass wir halt hier einigermaßen, dass es auch eine gute Konsistenz haben, ja, genau. Dass es nicht so flüssig ist. Weil also was wichtig ist jetzt da, weil der Mozzarella Parmesan wässert ja immer sehr stark aus. Mhm. Jetzt wenn man ein bisschen Parmesan hätte, dann saugt der Parmesan genau. Praktisch die Flüssigkeit auf und so haben wir eine schöne, homogene, wir sagen in Bayern, geschmackige Masse. Füllung. Genau, das passt Füllung. Wunderbar gut also zusammen. Dann braucht man noch ein bisschen ein Salz. Da dürfte ich ein bisschen was vom Chilisalz nicht. Und dann frischem Pfeffer. So. Nein, da haben wir aber keine Mühle da. Aber du hast die Schärfe, hast du, haben durch wir, den Chili. Da haben wir durch den Chili. Mehr. Machen wir ein bisschen anders. Genau, wunderbar. So, dann habe ich mir hier meinen Parmaschinken schon vorbereitet, halbiert. Und pro halbes Blatt kann man immer sagen, dann eine Füllung drauf und das ein bisschen ummanteln, je nachdem, wie gut es halt so geht. Also Füllungen gibt es ja Hunderttausende. Ich finde das eine schöne. An. Eine fruchtige Füllung auch, ja. Ja, durch diese genau. Getrockneten Tomaten. Genau, dann wickeln wir Basilikum das so. Finde ich gut, ein bisschen gröber hacken, dann spürt man was beim Draufbeißen. Genau, dann haben wir nicht zu früh eigentlich hacken und dann verwenden, dann schmeckt dann am allerbesten. Ein Backerl haben wir schon mal. Sehr schön. Ja, wenn man das einfach mal macht, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, man kann alles Mögliche reinfüllen und es ist wirklich kein Hexenwerk, wie ich immer sage. Und das Schöne ist, man könnte die auch vormachen, einfrieren. Genau. Und wann immer man die braucht, rausholen. Und dann hat man, wenn es brennt, ein schön, also nicht brennt, dass der Horn brennt, aber wenn man sagt, fix, was mache ich jetzt, oder? Dann hätten wir da schon was fertig. Deswegen genau. Ist es immer ratsam, ein paar mehr zu machen und nicht auf die Person hin. Denn die kann man immer servieren, weil die von Haus aus schmecken. Die siehst du eigentlich schon. Genau, wenn ich so einen Verschnitt habe jetzt vom Nudelteig, da mache ich dann oft so Nudelfleckerl oder ich schneide noch ein paar Pappardelle-Streifen runter oder Lasagneplatten, wie auch immer. Also es gibt nichts, was man dann irgendwie wegschmeißen muss. Sagen wir mal so, du hast ja mit dieser Maschine sehr gut angefangen. Ja. Maschine und ich, das Oi. Ist super. Ach so, na gut, da gibt es ein wenig zum Streichen. Wie gesagt, eines der wenigen Küchengeräte, die ich wirklich habe, die sehr oft in Betrieb sind und eigentlich auch easy sind. Ja, das ist ein Helfer. Natürlich könnte man den Nudelteig jetzt auch ausbeugen, aber da muss ich jetzt ehrlich sagen, das so dünn kriege ich den nicht hin, wie ich ihn mit der Nudelmaschine hinkriege. Und ich hoffe, dass das nachher dann auch so klappt. 1945 hat man andere Scheibenbremsen gehabt. Ist auch gegangen. Ist auch gegangen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten natürlich, klar, ja, wie du schon sagst, wie immer. Aber das ist auch eine gute Idee, damit das nicht aussaftelt. Weißt du, was ich meine? Dieser Schinken, in dem Fall Parmaschinken oder San Daniele oder Culatello, was praktisch der beste Schinken ist noch. Also es gibt drei, das ist der Parma, der San Daniele und der Culatello. So,
Und jetzt, der schützt natürlich das, dass der Saft nicht rausgeht. Und das macht natürlich auch eine schöne Form in der Ding. Und jetzt machen wir den Nudelteig. Jetzt machen wir den Nudelteig, genau. Dann stelle ich das erstmal hier. Ich halte die Maschine, weil es ja doch ein bisschen dann nehme rutschig ich mal, ist. Hier muss man erstmal ein bisschen hier Mehl drauf tun. Schauen wir jetzt zu. Also Sie können auch Wiener Griesler nehmen, auch das geht gut. Das ist die Vorstufe zu der 405er Ausmalung. Das ist wie Staub, also wie Grieß. Und das poppt dann nicht so. Aber in dem Fall, hab ich schon gesehen, die hat das schon ein paar Mal gemacht. Gell? Ja, das muss man immer ein bisschen mit Mehl bestäuben, weil sonst bleibt man das natürlich gleich pappen hier in der Maschine. Maschine erstmal auf der niedrigsten Stufe. Hast du das schon eingestellt? Ja, ist schon auf der niedrigsten durch. Und dann, das jetzt. Warte, ich heb. Das rutscht natürlich. Ja, das bringen wir schon hin. Das geht schon. Super. So, das ist erstmal das erste Mal. Das legt man dann noch mal ein paar Mal so zusammen. Und auf jeder Stufe halt ein paar Mal durch. Und dann wird der immer dünner. Und jetzt können Sie selber entscheiden, welche Stärke Sie dann haben wollen. Ob Sie es hauchdünn haben wollen oder ob Sie es ein bisschen dicker haben wollen. Das muss jeder selber wissen. Wie magst das du? Also so dünn wie möglich, weil man mag ja jetzt nicht nur einen dicken Teig essen. Du möchtest den Schinken noch sehen? Nein, nicht wie ein Apfelstrudel, wie du das so meinst, dass man so durchschaut und vielleicht nur Zeitung lesen kann. Nein, also schon, dass man noch ein bisschen damit arbeiten kann. Schauen wir. Also wir sind jetzt, kommt da wunderbar. Wir kommen uns immer näher quasi. Ja, wir sind schon auf der Zielgerade. Wie, was meinst uns. Du? Ja, es langt uns. Dann tun wir uns das hier wir schon. Wir gingen heute nicht in die Produktion, sondern mal drauf. Wir wollen es ja nur ein bisschen probieren. Genau. Ich ist eins. Du isst nur eins? Ja, oh. und dann stipitze ich eins von deinem Teller. Okay. So, jetzt haben wir hier die Nudelplatte. Dann lege ich die mal so hin. Ich die so haben wir. Unsere Backerl drauf. Unsere Backerl drauf. So, jetzt machen wir dann mal das hier. Also wenn wir vier, die haben das langt uns, gell? Meinst du, das ist langt? Ja, natürlich, jeder das, so. Aber dann das. Sehr gut, sehr schön, wunderbar. So, damit uns das natürlich dann auch, dass das heute, habe ich hier ein Eiweiß verquirlt. Man könnte auch Wasser nehmen, aber ich habe festgestellt, Eiweiß ist eigentlich ein bisschen. Ja, pappt besser, klebt besser. Mehr Klebeeigenschaft, bestimmt. Genau. Da gibt es in Kärnten die gerandelten Nudeln. Das heißt, die tut man dann so mit der Gabel, dann dreht man die auch noch so rein. Genau, so die Kasnudeln, die mache ich auch ab und so. Ah, super. Aber das ist Übungssache, ich würde sagen, probieren Sie es, wenn Sie es einmal machen, einfach ganz normal aus. Wichtig ist, dass der Teig schmeckt, dass der elastisch ist, dass die Füllung gut ist. Ich mache das jetzt doch noch mal einmal durch, dann ist es. Ja, warte, ich heb noch mal. Einmal auf der Stufe. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So, und dann kommt quasi, lege ich die so drauf hier. Genau. Und jetzt ist das Wichtigste, es sollte ja keine Luft reinkommen. Tue ich das so vorsichtig hier so ummanteln, gehe hier so weiter. Könnte natürlich jetzt auch ausstechen, aber dann hat man mehr Verschnitt. Ja, aber vielleicht nicht, muss man sagen, nicht zu fest andrücken, weil sonst reißt es. Genau. Was man machen kann, man kann es mit einem Kochlöffel oder mit einem Ding so andrücken, damit die da sich daran gewöhnen. Genau. So, jetzt. Jetzt schauen wir mal. So, jetzt darf ich mal hier so rüber. Weißt du, es hebt. Ja, das hebt schon, weil wir haben. So, dann wie wir es jetzt halt haben, machen wir so. Und den Teig, den kann man zum Beispiel wieder zusammenlegen. Gell? Genau, und dann lassen wir wieder durch. Dann haben wir wieder schöne Platten. Genau. Wenn Sie mehr machen, können Sie es wunderbar einfrieren, das haben wir schon gesagt. Und auch die Teigplatten könnten Sie einfrieren, auch das geht. Also man braucht nichts wegwerfen. So, die Martha sticht jetzt so die letzten aus. Das Wasser habe ich ein bisschen Salz nicht da, das bringe ich jetzt zum Kochen. Und jetzt machen wir mal eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Runter mit dem Deckel. Genau. Na, schau her. Wunderbar. Jetzt gehen wir zurück mit der Temperatur. Jetzt schau her. Du hast es so toll angedrückt, man sieht, da ist nirgends was aufgegangen.
Und das ist eigentlich wichtig. Die meisten nehmen sich da die Zeit nicht, pappern ein bisschen hin. Und wenn es aufgeht, geht die Flüssigkeit dran, ist alles wasserig, dann schmeckt es überhaupt nicht. Aber die schauen wunderschön aus. Und das Schöne daran ist, jeder schaut ein bisschen anders aus. Man merkt, es ist handgemacht. Manufaktur. Genau. Nudelmanufaktur. So, dann tun wir die jetzt raus. Die sind jetzt ungefähr 4 Minuten, haben wir es ungefähr so simmern lassen, gell? Ja. Kann man so sagen. So. Ja, schau her, schaut wie so ein Cadillac, gell? Ja, ja, das ist. Und der Teig ist noch schön al dente, ja, auch wichtig. Man hätte den Teig natürlich jetzt auch mit nicht nur Mehl, sondern auch ein, sagen wir mal, Drittel vielleicht Hartweizengrieß nehmen, machen ja, ja, können. Und dann natürlich. Hast du reines Mehl genommen? Ich habe reines Mehl genommen. Ja, ja. Wir nehmen immer ein bisschen Wiener Grissler her. Dann wird das ein bisschen knackiger. Wird die Farbe auch noch ein bisschen schöner. Aber wenn ich die so anlange, merke ich, die haben einen richtig guten Biss noch. So, jetzt schauen sie ein bisschen nackert aus. Was geben wir noch drauf? So, was geben wir noch drauf? Jetzt kommt Zitronenolivenöl drüber. Also wenn Sie jetzt kein Zitronenolivenöl haben, aber Sie wollen das unbedingt, dann nehmen Sie einfach ein Olivenöl, nehmen den Abrieb einer Limette oder einer Zitrone, deren das da rein, lassen Sie ein paar Minuten ziehen, haben Sie ein wunderschönes, selbstgemachtes Zitronen-Olivenöl. Das können Sie mit Orange machen, das können Sie mit Knoblauch machen, das können Sie mit allem machen, was Sie wollen. Sogar mit Ingwer kann man es machen. Dann reiben wir noch ein bisschen Parmesan drüber. Da könnt ihr jetzt auch noch geröstete Pinienkerne drüber machen. Da kommen Mandeln drauf, da Pinienkerne. Aber wir übertreiben es jetzt halt nicht. Ich möchte ganz kurz zum Basilikum mal was sagen. Den Basilikum hat ja schon Hippokrates gelobt. Der hat in den 200 Kräuter gehört, die haben gesagt, die haben eine heilende Wirkung. Auch Dioskorides, der 50 nach Christi geboren ist, der hat gesagt, dass der super ist. Galen, der 128 geboren ist und 200 gestorben ist, hat das auch gesagt. Der Einzige, der sich aufgeregt hat, das war Plinius der Ältere. Der ist so, glaube ich, 23 bis 79 nach Christi hat der gelebt. Der hat gesagt, das ist ein Schmarrn, das nützt überhaupt nichts. Der Krampf hat halt keine Ahnung gehabt. Alles kann man ja nicht wissen. Gell? So, und wir wissen jetzt, dass das schmeckt. Und deswegen geben wir jetzt noch ein bisschen Basilikum drauf. Sehr schön. Wunderbar. Also wenn, dann könnten Sie auch, wenn Sie sagen, jetzt habe ich vergessen, dass ich da Zitrone reingebe, dann nehmen Sie ein bisschen Zitrone her, nehmen die Schale ein bisschen her. Die Schale schmeckt nach Zitrone, nicht der Saft. Der Saft ist nur sauer, aber basisch. Frischen Pfeffer. Und was besonders gut ist, wenn Sie so 3, 4 oder 5 verschiedene Pfeffersorten zusammengeben und die dann drüber reiben. Und jeder schmeckt ein bisschen anders. Nachdem, dass ich weiß, dass du in der Region Sichuan auch schon warst, wo der Pfeffer herkommt, ist der Sichuan-Pfeffer natürlich sehr dominant. Also ich mische den immer ein bisschen rein, weil der hat richtig Speed. Und wenn du den anregst, hat er einen wunderbaren Geruch. Also dann Kubeben-Pfeffer, den Sichuan-Pfeffer, den Malabar-Pfeffer, den tasmanischen. Also es gibt sehr wunderbar. Wenn Sie einmal mischen, das müssen Sie mal ausprobieren, dann sind Sie begeistert, dann sind Sie über Nacht ein Pfeffer-Fan. Und jetzt werden wir da mal probieren, Martha, oder? Mhm. Guten Appetit. Ja, guten Appetit, danke. Schauen wir mal da. Wenn man jetzt die Fülle anschaut, ist wunderbar. Sehr stabil, gell? Ja. Sehr gut. Muss ich schon sagen. Tauchen wir ein bisschen ins Olivenöl ein. Mhm. Ja, mal ganz ehrlich. Zufrieden? Gibt es nichts zu meckern. Gibt es nichts zu meckern. Das freut mich. Also wer da meckert, hat keine Ahnung. Und Prost. Kein Hexenwerk. Komm. Mhm. Das geht wie das Brezelbacken. Ist dir gut gelungen. Klar? Mhm, Dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl. Hoffentlich haben sie auch ein Glaserl aufgemacht. Ja, hoffentlich haben sie auch eine Flasche aufgemacht. Mhm. Jetzt kriegst du noch ein Buch von mir. Da freue ich mich besonders Kräuter drauf. Und Gewürze. Schauen wir mal. Für die Martha. Herzlich, das ist meine Schrift. Schaut zwar nicht schlecht aus, aber. Das schaut super aus. Ein bisschen unleserlich. Ein Kunstwerk. So, da. Ja. Vielen Dank, Martha. Ja, danke es hat richtig dir. Spaß gemacht. Mir auch. Danke. Danke. Einfach, aber gut. Und trotzdem hat es eine gewisse Raffinesse. Das geht beim Teig los, das geht bei der Fülle los. Dass man zum Schluss das Olivenöl drauf gibt, dann hat es richtig einen guten Geschmack. Bitte nicht erhitzen, weil da verliert es erstens an Persönlichkeit, zweitens die medizinische Wirkung ist weg. Und wenn man den Basilikum noch drüber tut und den Parmesan drauf, oder schwarzen Pfeffer. Besser geht's nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch. Servus.
Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wurde präsentiert von Möbel Höffner.